Wir sind jetzt ungefähr seit einer Woche mit Pavo beschäftigt, haben aktuell 11 Tiere, die verstorben sind. Eine weitere ist jetzt heute Morgen in die Klinik gekommen, wo der Verdacht sich erstmal erhärtet, dass es vielleicht Pavo wieder sein könnte. Und das ist der aktuelle Stand jetzt, ja. 4 neue Katzen aus einer Klinik hat das Tierheim vor einer Woche aufgenommen. Auf den ersten Blick waren sie recht fit, vielleicht ein wenig verschnupft. Doch dann ging der Albtraum los. Dann hat sich schnell herausgestellt, dass da mehr hintersteckt. Haben Durchfall bekommen, sind auch relativ schnell verstorben hier. Und daraufhin haben wir natürlich sofort die Alarmglocken, sind bei uns überall angegangen. Und ja, wir haben den Test gemacht und leider hat sich dann Pavo bestätigt. Wenn die ersten Symptome ausbrechen, kann das Tier bereits nach 6 Stunden versterben. Als es die ersten Katzen traf, wurden sofort Quarantäneräume eingerichtet. Bei 150 Katzen eine große Aufgabe. Quarantäne, Krankenstation, Mamahaus, die Vermittlungshäuser und das Welpenhaus, das sind jetzt die Bereiche, und Physioraum, also das sind die Bereiche, wo jetzt überall Katzen sitzen. Das halbe Tierheim ist eigentlich voll mit Katzen irgendwo, ja. Das kann jetzt jederzeit weiter ausbrechen. Wir haben aktuell 2 Räume, wo wir diesen Virus haben. Wir hoffen, dass es in den beiden Räumen bleibt. Es kann aber auch in der nächsten Zeit sein. Die Inkubationszeit sind 10 bis 14 Tage. Das heißt, es kann auch erst passieren, dass in 14 Tagen eine Katze Symptome zeigt, die jetzt schon den Virus in sich hat. Und das macht die Sache so schwierig handelbar. Und ja, wir hoffen einfach das Beste, dass es sich nur in den beiden Räumen abspielt. Es ist hauptsächlich über Tröpfchenbildung und Kot übertragbar. Das heißt, die Tierpfleger gehen natürlich nur mit ordentlicher Schutzkleidung in die Räume. So versuchen wir natürlich das Gröbste von den anderen gesunden Tieren, sag ich mal, fernzuhalten. Das sollte uns auch ganz gut gelingen, auch mit dem Desinfizieren und so sind wir sehr gut am Ball und ja, ich bin guter Dinge, dass wir das noch irgendwie eingrenzen können. Mit der Hoffnung kümmert sich auch Anna Reimann um die Katzen. Vor 2 Jahren hat sie ihre Ausbildung hier bei den Katzen begonnen. Schnell wurde es ihre Lieblingsabteilung. Der Umgang mit der jetzigen Situation fällt ihr alles andere als leicht. Es ist wirklich schwierig, das nicht an sich rankommen zu lassen. Also ich hänge natürlich an unseren Tieren. Das sind irgendwie alles so ein bisschen meine Babys. Und ja, muss man sich halt echt gut von abgrenzen können und einfach versuchen, nicht die Arbeit mit nach Hause zu nehmen. Ne? Aber es ist halt, man trauert trotzdem um jedes Tier, was verstirbt natürlich. Durch die Schutzkleidung soll verhindert werden, dass infizierter Kot oder Speichel von den Pflegern nach außen getragen wird. Momentan ist oberste Sorgfalt geboten, um alle anderen Katzen zu schützen. Ich habe selbst halt 3 zu Hause und versuche schon jede Vorsichtsmaßnahme einzuhalten, die möglich ist, dass ich das nicht noch halt in meine Wohnung bringe. Also ich lasse meine ganzen Arbeitsklamotten halt auch schon jetzt draußen. Die Situation ist bedrückend. Auch Simon Kaumanns leidet mit. Wenn ich gerade die Mitarbeiter sehe, die sich aufopferungsvoll hier um die Tiere kümmern, jeden Tag 10, 12 Stunden durchmalochen und ja, wenn man dann in die traurigen Augen blickt, in die weinenden Augen, geht mir persönlich auch sehr nah. Ich persönlich habe so viel mit den Katzen hier nicht zu tun, hat aber jetzt von den 11, die verstorben sind, waren 2 bei, die mir sehr ans Herz gewachsen sind und das macht mich auch sehr, sehr traurig, ja. Inwieweit der Virusstamm auch auf Hunde übertragbar ist, ist noch unsicher. Ende der Woche soll ein Testergebnis Klarheit bringen. Bis dahin behält das Tierheim die Vierbeiner genau im Auge. Aktuell gehen wir dann nicht davon aus, dass auch Hunde sich anstecken können mit diesem Stamm. Wir haben in den Hundebereich kein Tier, was jetzt irgendwie auffällig wäre. Da sind wir positiv gestimmt, dass es so bleibt. Und ja, wir können nur die Daumen drücken. Daumen drücken und aufs Beste hoffen. Wenn jede Katze mit Symptomen sofort behandelt wird, stehen die Chancen auf Genesung gut. Eine wurde heute wieder in die Klinik gebracht. Ein Wechselbad aus Trauer, Sorge und Hoffnung im Tierheim Duisburg.